So, meine Lieben, es gab ja mal bei First Girl, habe ich vor kurzem ein Video gedreht, da gab es diese 35% und da habe ich nochmal zugeschlagen. Das war allerdings schon am 8.3. Also so lange habe ich das Bettchen schon hier und habe es noch nicht einmal ausgepackt, ja. Und da habe ich gedacht, gut, wenn ich es jetzt auspacke, kann ich es euch auch zeigen, weil die Produkte gibt es ja so auch, aber jetzt halt nicht mehr für 35%, aber vielleicht wart ihr so schlau und habt es damals, wo ich das erste Video gemacht habe, wo das noch aktuell war, das gemacht. Genau. Und zwar habe ich ein Hartmetall-Bit bestellt. Damit kann man gut das Gel abtragen, das Farbgel oder Shellack oder sowas. Soll auch ungefährlich sein, also er schaut gefährlich aus, aber ich habe so eine noch nicht gehabt, jetzt da könnt ihr das gut sehen. Ja, genau, da bin ich echt gespannt drauf, der fühlt sich auch gar nicht so scharf an, aber naja, schauen wir mal. Genau, die sind nämlich auch nicht gerade billig. Da kostet auch einer 15 Euro oder generell die von First Gel. Und da habe ich bei 35% natürlich zugeschlagen, weil da kostet er nur noch 9,75 Euro. Dann habe ich diese Schere schon immer geliebäugelt. Die kostet normalerweise 34,95 und habe sie dann für 22,72 gekriegt. Die sollte man auch immer in dieser Hülle dann lassen. Und die soll richtig gut für die Nagelhaut, also ausschließlich für die Nagelhaut, ja. Und nicht für Papier oder sonstiges oder Wraps hergenommen werden. Ja, finde ich richtig cool. Werde ich ausprobieren. Muss man sehr vorsichtig damit sein, weil nicht, dass man jemanden verletzt, ne? Dann wollte ich auch schon immer haben von ihr und ausprobieren, aber der kostet normalerweise 20 Euro, also knapp 20 Euro. Und jetzt habe ich ihn für 12 Euro noch was gekriegt. Da sind immer 15 Milliliter, glaube ich, drin, oder? 13 Milliliter. Ein super Schein, no sticky, also ohne Schwitzschicht. Da bin ich auch richtig gespannt, weil ihre Gele finde ich schon richtig, richtig gut. Aber manche Sachen, wenn man gute Qualität haben möchte, sind halt auch ein bisschen teurer. Genau, das. Dann habe ich wieder eine Raffaello gekriegt. Ich sammle die schon. Irgendwann kann ich eine Box dann zusammenstellen und die dann verkaufen. Nein, Schmarrn. Dann habe ich noch zwei Nailart-Pinsel gekauft. Einmal den First Gel Nailart Oval. Weil ich male ja immer sehr gerne. Und da kostet normalerweise ein Pinsel 10 Euro. Und der hat mich dann nur noch 6,50 Euro gekostet. Da habe ich einmal diesen und dann den Kolanski Y00. Der ist ein ganz, 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 ganz winziger. Seht ihr das überhaupt? Mini, mini, mini. Ja, weil so einen habe ich noch nicht. Genau, und der andere, der ist oval. Und ein bisschen breiter gebunden hier unten. Kann man ganz gut erkennen. Ja. Dann hier wieder, die finde ich auch richtig klasse. Das sind so Tipps zum selber bemalen. Die nehme ich immer her für meine Nail Art Sachen, wenn ich euch was zeige. Ich finde die richtig, richtig schön. Die haben eine schöne Form. Die gibt es allerdings in vier Größen, glaube ich, 0, 1, 2, 3, 4, genau, also in 5, 2, 4, in 5 Größen. Schade, dass es die nicht nur in einer Größe auch einzeln zu kaufen gibt. Also Anna, solltest du dieses Video sehen, denk mal drüber nach, weil diese ganz kleinen brauche ich an und für sich nicht, aber naja, okay, ich mag immer so diese Größe ungefähr. Ja. Genau, und die kosten, glaube ich, auch 10 Euro oder sowas. Ja,
Die kosten normalerweise auch 10, sind 250 Stück. Ja. Und dann habe ich noch zwei Farbgele gekauft. Wer mein letztes Video gesehen hat von der Bestellung, die ich schon gemacht hatte, weiß, dass ich mir da zwei Cat-Eye-Gele, zwei 5D-Cat-Eye-Gele bestellt hatte und war dann ein bisschen ärgerlich, dass ich mir nicht die dritte Farbe auch noch bestellt habe. Hier ist sie. Ich habe sie mir dann doch noch gekauft. Und ich habe es auch schon aufgemacht, weil die sind immer so verschweißt. Die sind immer so schlecht zum Aufmachen, also so schwer. Das ist die Farbe. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Tragen wir auch gleich noch auf miteinander. Genau. Und dann noch ein Glitzy. Und das schaut so aus, das ist so ein Rosé. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Da hat die Anna irgendein Design gemacht und da habe ich sie gefragt, was das für eine Farbe ist, das Glitzer. Ne? Und da hat sie mir die Nummer gegeben. Das ist die Pink Carb 68. Könnt ihr das gut erkennen? Ja. Jetzt. Genau. Und die fand ich toll. So, und die hatte ich auch noch nicht. Da habe ich extra nochmal geguckt. Und die tragen wir jetzt zusammen auf. Glitzer geht immer. Ich werde sie gleich nochmal auftragen. Ja, also da kommt sie sehr, sehr hell raus. Sie ist auch ziemlich hell, also heller als wie im Töpfchen. Da sieht sie den Vergleich. Aber die tragen wir dann nochmal ein zweites Mal auf. Jetzt muss ich nur mal ganz schnell gucken, wo ich einen schwarzen Tipp habe. Ansonsten muss ich schnell einen schwarzen Tipp malen. Kein schwarzer Tipp da. Dann müssen wir einen schnell bemalen. Auch nicht schlimm. Dann brauchen wir ein Schwarz. So. Das gleich da drauf. Hier gleich hin. So. Und dann brauchen wir den Pinsel nochmal. Und wir wollten ja diesen hier noch machen, ne? Ja, beim zweiten Mal deckt's dann. Aber sie bleibt richtig schön hell rosé. Glitzy, glitzy. Kann man schön über den Babyboomer vielleicht auch machen. So.
Ich muss jetzt kurz aushärten und dann geht es auch gleich weiter mit dem Ketteigel. Schön sauber machen. Ganz wichtig. So. Ich sag mal, ich tue das jetzt mal komplett aushärten, weil das Schwarze lasse ich immer gerne zweimal aushärten. Und wenn es ausgehärtet ist, hole ich euch nochmal zurück. Gell? Bis gleich. So, wir sind jetzt ausgehärtet. Ich werde jetzt, das probiere ich hier gleich. Ich nehme gleich hier diesen Super Shine Sticky Layer. Den probiere ich jetzt gleich mal aus, wie der ist, vom Auftrag her. Aber für diesen hier. Aber jetzt machen wir erstmal dieses schöne Ketteigel. Oder bin ich so gespannt. Weil die anderen waren ja schon richtig, richtig cool. So. Und der jongliert jetzt schon, wenn man, je nachdem wie man es hinhält, wie das Licht drauf scheint, so lila, bläulich, richtig, richtig schön. So, ich habe hier wieder mein Magnet. Auch richtig, richtig schön. Seht ihr das? Richtig cool. Richtig schön. So. Ja, das werde ich jetzt, ich probiere jetzt mal so noch hin. So ist es so. So, und so kommt das jetzt einfach in die Lampe. Der muss jetzt erstmal aushärten und dann komme ich gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch noch den Auftrag von dem, Superschein. Braucht man, glaube ich, auch nur eine dünne Schicht drauf. So, jetzt kommt das wieder in die Lampe. So schaut das aus. Der Auftrag ist sehr, sehr gut. So, ja, das werde ich jetzt aushärten. Und dann kann ich das auf die Deckel pappen. Ja, das war auf jeden Fall meine Nachbestellung noch. Genau, den Shop kann ich euch gerne unten wieder verlinken. In die Infobox. Infobox. Und bis zum nächsten Video. Eure Marion. Ciao.